Shalom Aleichem, Shmira Saloshoin, bewahre deine Zunge von Chofetz Chaim, pass auf das, was du sprichst, damit sollst lang leben. Grundlage, um der Mensch zu motivieren und zu beschleunigen. Steht geschrieben in Sprüche der Väter, Kapitel 1, Mishna 14. Er pflegte zu sagen, wenn ich nicht für mich, wer soll für mich tun? Und wenn ich nur für mich, wer bin ich? Und wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn der Tana Hillel HaZaken hat gesagt diesen Spruch in diesem Mishnah, klar, gibt dort Fundament, Prinzip und starke Regeln, um den Mensch zu beschleunigen für seine Handlungen und seine Wege in diese Welt, um ihn zu bringen zu seinem ewigen Oscher Glück bis 120 und danach hinaus. Und bestimmt gibt hier große, klare Ideen und verschiedene Erklärungen. Und bestimmt, die sind geklärt in andere Plätze. Aber ich möchte jetzt etwas klar sagen. Es ist groß, die Pflicht, die Tüchtigkeit und die Schnelligkeit von der Mensch, des Jesus, zu teure und massim teuren, zu lernen Torah und zu tun, gute Taten, Wohltätigkeit, jeden Tag und Tag. Genauso wie ein Mensch in die Geschäften von dieser Welt. Wenn du siehst, ein Mensch sitzt und nur trinkt Kaffee und nur spaziert, der arbeitet nicht, arbeitsloser. Und du fragst, wie sollst du leben? Und du hast doch Familie und du tust gar nichts. Es gibt drei Wege, warum der Mensch arbeitet nicht. Oder du siehst, dass er sitzt und arbeitet nicht. Oder der hat eine große Fabrik. Es gibt dort viele Arbeiter und sie arbeiten und er hat genug Zeit und er hat Zeit zu sitzen. Zwei, einer der arbeitet ein paar Stunden. Er schleift Diamanten, Perlen, Goldschmied oder andere Arbeit, wo er macht ein paar Stunden am Tag und der ganze Tag geht frei. Oder einer der arbeitet ein paar Wochen im Jahr, so Saison, in der Zeit von dem Market, Montag und Donnerstag, großer Market, kleiner Market, oder arbeitet ein Teil im Jahr und hat genug, ganzes Jahr zu sitzen ohne Arbeit. Nein, das ist alles beim Geld. Kann sein, dass du hast auch, es gibt Leute, die haben auch genug von ihren Eltern, das weiß ich, von Rente, aber in Sachen von Hashem, es gibt keine Fabrik, sollte andere für dich tun, es gibt nicht wenig Stunden und danach ruhen, und es gibt auch nicht Saison. Man muss jeden Tag machen Teuro Mitzvahs. Darum kommt er uns hier zu sagen, dass in Arbeit in dieser Welt, in Olam HaNetzach, muss man jeden Tag arbeiten und schade derjenige, der vernachlässigt seine Arbeit an Gott. Und natürlich aufpassen jeden Tag, was man sagt, weil wenn ein Mensch sitzt und tut gar nichts, irgendwann beginnt er zu reden, Plotkes, loschen Hore, von Langweile, von Interesse, der tut gar nichts und der macht gar nichts und die sitzen und machen gar nichts. Das ist pur Loshon Hore, Hashem soll uns bewahren.